Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 486. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. So, wir haben heute richtig Spaß an der Backen, meine lieben Leute. Es war richtig cringe, ich weiß, tut mir auch leid, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Wir sind hier dran, immer noch wunderschön Sachen zu bauen, wo wir ein bisschen dran verzweifeln, aber wir haben die Brücke fertig, da ist sie. Ich bin Fan. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich meine, ihr könnt nichts dagegen tun, wenn nicht. Aber würde mich trotzdem freuen, wenn sie euch gefällt. Wir haben schon wieder keine Erde mehr. Ja, wir werden jetzt hier jetzt so ein bisschen aufschütten, dass dieser Weg, der von da oben runter geht, ein bisschen besser hier ankommt. Und das Gute ist, ich habe tatsächlich eine Schalker-Chest voll mit Erde. Da ist sie. Warum auch immer die nicht braun ist, das muss man nicht verstehen. Und da können wir uns jetzt bedienen, wie wir lustig sind. Da war der Wecker, dass ich TikTok posten muss, obwohl ich schon TikTok gepostet habe. Also ich bin gern vorbereitet, kann man sehen. Nein, Spaß, ich bin einfach nur dusselig und würde es sonst vergessen. Deswegen habe ich das, den Wecker, obwohl... Ich halt auch mich nicht immer dran halte. Also es gilt nicht. Der Wecker ist nicht dafür da, dass ich immer zur selben Uhrzeit poste. Weil ich habe noch nicht die perfekte Uhrzeit gefunden. Deswegen teste ich immer mal wieder eine neue Uhrzeit. Zum Beispiel heute habe ich ein bisschen früher was gepostet auf TikTok. So um 2, meine ich. Morgen dann vielleicht wieder wirklich um 3:30, so wie wir jetzt haben. Und dann mache ich den Tag danach vielleicht mal um 6 Uhr abends. Habe ich auch schon mal gemacht. Das kann man eigentlich halten wie ein Dachdecker. So. Dann machen wir hier Kies hin. Machen wir hier Kies hin. Machen wir hier Kies hin. Wunderbar. Was wir machen sollten, wäre ein paar Grasblöcke holen. Und die da mitten noch rein tun, weil sonst könnte das Ganze... Oh, ich muss auch echt aufpassen mit dem... Ja, okay, 350, aber die ist halt schon rot und die ist schon lange rot. Und ich habe gerade einfach drauf zugebaggert. So wie gestern in der Folge auch. Habe ich nicht darauf geachtet, dass die Schaufel bald kaputt ist. Und wenn die Schaufel kaputt ist, das wäre ziemlich teuer. Weil die ist Netherite und die ist perfekt enchanted. Also besser geht nicht. Wäre ziemlich ätzend. Aber gut. So. Machen wir hier ein paar grüne. Hier ein paar grüne. Wie in dem Hardcore-Video. Es geht einfach schneller, dass dann alles andere grün ist. Ist jetzt kein krasser Tipp. Aber wenn ihr es noch nicht wusstet, dann wisst es jetzt. Gern geschehen. Gern mal ein Like und ein Abo dafür dalassen. Und ja. Ich tue, was ich kann, ne? Wir machen uns gegenseitig zu besseren Minecraft-Spielern. Ihr schreibt mir Sachen, die ich nicht check. Und ich zeige euch Sachen im Video, die wahrscheinlich jeder checkt. Aber ich zeige es euch trotzdem. Ist doch nett von mir, oder? Also, ich sehe da auch kein Problem mit. Gut, wir brauchen nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weiße Wolle. Die sollten wir tatsächlich mal haben. Die haben wir tatsächlich, weil wir irgendwo... eine Kiste haben, nur mit weißen Sachen. Und die ist tatsächlich nicht diese. Die ist tatsächlich auch nicht... Doch! Jetzt wurde ich auf Steam angeschrieben. Jetzt, das ist die Frage, hört man das denn? Weil Java-Update hört man. Man hört, was hört man noch? Wenn mein Headset leer ist, das hört man nicht. Jetzt wäre halt dann die Frage, hört man denn Steam? Ich hoffe nicht, aber würde mich jetzt nicht wundern, wenn doch. Aber ich finde, das Steam-Geräusch ist eigentlich ein cooles Geräusch. Dieses Blüm-Dü-Dü-Dü. Das Java-Update finde ich schon ziemlich ätzend. Ist halt einfach nur dieser Windows-Hinweiston. Ach, guck mal, jetzt können wir sogar mit den geilen Slabberinos. Streng genommen müssten wir die hier auch noch überall hinmachen. Muss mal eben Steam öffnen. Wir müssen die hier überall noch hinmachen, weil sonst ist die Treppe ein bisschen häselig. So, so. Nein, da nicht. So, und so. Machen wir hier noch eine um die Ecke. Und dann ist das Ding endlich
nach über einem Jahr angeschlossen an den Rest. Weil überlegt mal, wir haben das echt früh gebaut. So, weiß ich nicht, Folge 120 vielleicht? Es war ungefähr um das End rum und das war 115. Also sagen wir mal knapp 360, knapp ein Jahr. Wir haben das vor knapp einem Jahr gebaut. Lol. Und jetzt haben wir es endlich hier über diesen Weg, über diese coole neue Brücke und dann über diesen kleinen weiteren Weg hier an den Rest angeschlossen. Und das ist doch ziemlich geil. Und ich liebe diese Brücke jetzt schon. Also wirklich. Finde ich total geil. I am completely besotted. Um mal meine Fach-Englisch-Skills hier unter Beweis zu stellen. Ja. Cool. Da könnte immer noch ein bisschen mehr Grün dran, ne? So ein paar Blätter. Vielleicht auch von einem anderen Typ, obwohl ich nicht weiß, ob das vielleicht nicht zu wirr aussieht. Aber, wisst ihr was? Wir haben hier noch irgendwo eine Schere und ich war mir eh nicht so ganz sicher, was wir heute in den Folgen machen. Und jetzt habe ich eine Beschäftigung gefunden, deswegen machen wir das, ich kann schon wieder nicht reden. Machen wir das ganz einfach so. So, machen wir die hier rein. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, die ganze Scheiße wieder zu sortieren. Vor allem, wenn die sich nicht mal sortieren lässt. Ich könnte mir auch einfach... Da ist sie. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir jetzt auch einfach ein bisschen Eisen holen aus der Kiste und mir einfach eine neue Schere machen, bevor ich die Schere jetzt finde. Aber genau in der Kiste, wo das Eisen ist, war dann auch die Schere. Meine ich auf jeden Fall. So. So. Jeder kann noch weg. Das finde ich auch immer noch blöd. Ich finde, dass Blätter, die nicht von einem lebenden Baum sind... Und die man auch nicht selber gesetzt hat, die sollten halt wirklich einfach decayen. Egal, ob die in der Nähe von dem anderen Baum sind oder nicht. Weil das ist halt echt ätzend, wenn du dann einen Baum nicht abbaust und dann da so ein komplettes Geschwülst trotzdem noch lebt. Aber gut. Ich dachte gerade, da schwimmt ein Schwein. Ich bin auch... Habt ihr schon mal gesehen, dass in Minecraft ein Schwein schwimmt? Ich nämlich nicht. So, machen wir sogar vielleicht noch hier unten drunter ein, zwei Blätter hin. Weil die spawnen ja nicht, ne? Das ist ja nur, wenn die an einem Baum hängen, was ja gar keinen Sinn macht. Hat auch keinen Sinn ergeben, was ich gerade erzählt habe, aber das ist ja nicht das erste Mal. So, einmal bitte dahin. Wundervoll. Jetzt hier über meinen... Der ist jetzt echt gestorben. Er hat einen Lappen. Okay, so. Dann da, da, da und da. Vielleicht noch hier. Vielleicht noch so. 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 Und so. Und so. Ich will halt irgendwie... Ich finde das Grün halt einfach schön. Und ich finde... Ja. Ich finde, je mehr Grün, desto besser. Deswegen, da hat mir irgendwie noch was gefehlt. Ja. Hier eigentlich auch. So. Machen wir hier vor noch ein. Ja, guck mal. Das ist doch besser. Einfach besser, Digger. So, machen wir hier noch so ein natürliches Geländer vor und dann kommt man hier auch nicht mehr vorbei. Das ist eigentlich ganz clever, das können wir hier auch nochmal machen. Guck dich das an. Ich bin Fan. Wer es auch sagt, gerne Like und Abo lassen. Das waren so viele Silben. Okay, cool. Damit ist die Brücke ein für alle Mal fertig und das Haus ist auch streng genommen ein für alle Mal fertig. Wir es jetzt erst verbunden haben. Lost. Ich brauche die grüne nochmal, da können wir dann die schönen neuen Blätter alle wieder reintun. Ist zwar nervig mit diesem Scheiß sortieren, aber es bringt halt schon was. Das merke ich halt leider doch, weil ich zumindest irgendeine Ahnung habe, wo die ganzen Sachen sind. Wenn auch keine besonders große. So, als nächstes. Gehen wir mal einmal nach Hause. Ich weiß, dafür brauche ich nicht unbedingt so eine Rakete verschwenden. Habe ich jetzt aber gemacht. Müsste mit leben. Ich tue mal eben so ein paar
unnütze oder relativ unnütze Sachen hier rein. Die müssen wir eigentlich auch noch bald mal machen. Ich leg die mal hier so hin, dass die einfacher ins Gesicht fallen. Ins Gesicht, in den Blick fallen, wie auch immer. Und dann, wenn wir jetzt noch was machen, was wir schon lange wieder vor uns herschieben und gut den Rest der Folge, glaube ich, füllen würde. Ich finde das so cool, dass das so gemischt ist. Ich frage mich auch, ob wir irgendwann hier diese komplette Steppe noch bevölkern werden. Weil da ist halt so viel Platz, da könnte man so viel bauen. Weil man einfach so viel Platz hat. Aber bis jetzt habe ich keine Pläne. Wenn ihr eine Idee habt, gerne mal in die Kommentare. Dann schreibe ich mir das auf jeden Fall auf die Liste. Dann geht uns hier auf jeden Fall nie das aus, was wir brauchen, um zu bauen. Der Baustoff. Bauideen gehen uns dann nie aus. Ich kann kein Deutsch. So, wir gehen nämlich jetzt ins End zu unserer Enderman-Farm. Nehmen wir auch noch eine super Idee für einen TikTok. Weil die sind ja auch wirklich nicht schwer zu bauen. Ich meine, das habe ich geschafft, ohne zu sterben. Und das heißt schon was. Was macht ihr denn hier? Warum seid ihr hier drin? Warum will man denn freiwillig hier chillen? Kann ich mal vorbei? Mach die Schwerter aus meinem Bild, ihr Wichser. So. Was? Ich habe nichts gehört, du? Gut. Ich bin so froh, dass man den Rückweg nicht auch hier durchlaufen muss. Das wäre echt nervig. Ich weiß nicht, mein PC ist heute irgendwie ein bisschen müde. Deswegen dauert das so lang. Eisbei. Jetzt kriege ich die nächste. Pass auf. Ich bin immer noch im falschen Account, falls ihr es gestern nicht mitbekommen habt. Schaut euch die Folge an, kann ich nur empfehlen. Ich bin im falschen Account. Warum ich zwei Accounts habe, ist ein anderes Thema. Jetzt bloß keine Enderman angucken. Der Shader funktioniert nicht unbedingt im End, wie ihr seht. Da gibt es andere, die können da deutlich besser. Aber gut. So, jetzt wird's laut. Passt auf. Da sind die Assis. Aber das ist ganz gut. Wir machen mal die Schaufel auf die Offhand. Die Elytra ist auch schon wieder voll. Ich liebe das. Ich finde das so geil. Und die Schaufel ist schon wieder halb voll. Und dann machen wir gleich noch die anderen alle einfach komplett. Einmal ganz. Wir haben übrigens auch Mending auf unserem Schild. Aber weil das halt höchstens zweimal getroffen wird in einem Kampf, reicht die XP von dem Kampf auch direkt immer, um das Schild wieder zu heilen. Ich weiß nicht, warum ich gerade zweimal Schiff gesagt habe. So. Nebenbei, das kann ich noch kurz erzählen. Ich habe mir was Neues von Lego gekauft, das kam gestern. Ich habe es extra nicht an einem Tag fertig gebaut. Ich werde auch heute zwar weiterbauen, aber ich werde es auch nicht komplett zu Ende bauen. Weil das sind 14 Tüten. Das ist echt krass. Ich glaube 1700 Teile. Oder 300. Eins von beiden. Ich meine aber 700. Und der Karton hat mich richtig überrascht, wie riesig der ist. Aber mega geil. Da werde ich mir nachher noch ein paar Stunden gönnen. Und dann, ich habe gestern 5 von den Beuteln gemacht von 14. Werde ich heute auch nochmal 5 machen. Dann werde ich morgen 4 machen. Dann habe ich 3 Tage dafür gebraucht und das ist ziemlich gut, weil das Aufbauen ist natürlich das, was am meisten Spaß macht. So. Vielleicht kriegen wir noch Level 50, das wäre auch noch cool. Ansonsten sind wir halt voll. Ja, ihr könnt mal gerne wieder in die Kommentare schreiben, was ihr denn meint, was ich mir von Lego geholt habe. Weil beim letzten Mal habe ich die Razor Crest vom Mandalorian, also das Raumschiff von dem, von Lego Star Wars mir geholt. Und dieses Mal, ich gebe euch den Tipp, es ist kein Star Wars. Mehr sage ich aber nicht. Das wäre ja dann zu leicht. Oh, ich warte nicht bis Level 50. Ich brauche die XP eh nicht. Und das ist echt nicht so das Spannendste. Ich wünschte, es gäbe Mülleimer, ne? Also klar gibt es. Indem man hier einfach die runterschmeißt. Aber kann ich nicht. Irgendwie geht das doch. Dass man den komplett. Ah! Steuerung und Q. Da soll einer drauf kommen, Alter. Steuerung und Q. Okay. So schmeißt man einen ganzen Stack weg. Ich wusste, dass es geht. Ich wusste nur nicht, wie es geht. Ja. Deswegen. Schreibt es mir gerne mal hin. Schreibt mir auch gerne Sachen, die wir im Moment bauen können. Seit ich. Oh, jetzt kriege ich den Abspann, oder? Nee, kriege ich nicht. Lul. Okay. Seit ich das Projekt Balloni verschoben habe,
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich meine ganzen Items habe, wenn ich nicht mit dem richtigen Account in der Welt bin, aber das ist ein anderes Thema. Seit ich das Projekt Baloni verschoben habe, brauche ich halt ein paar Ideen, um die Zeit zu füllen, bis wir da weitermachen, weil es ist nach wie vor nicht der Plan, da weiterzumachen, fürs Erste. Weil es mich so ein bisschen... Ich habe ein bisschen zu viel davon einfach, sage ich ganz ehrlich. Hat mich ein bisschen genervt. Und deswegen habe ich ja gesagt, wir machen da jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit nicht weiter. Und irgendwann machen wir dann da weiter. Also wenn ihr Ideen habt, was wir bis dahin bauen können, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, gerne auch ein Like und ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.